Ich habe eine 3-jährige Lehre als Dentalassistentin gemacht und ich habe relativ schnell gemerkt, dass man Zähne und all die Zahnkrankheiten ziemlich egal sind und dass mich der Mensch dahinter viel mehr interessiert. Ich bin Céline Bühler und studiere Sozialpädagogik an der Fachhochschule St. Gallen. So, dann fangen wir hier noch an. Ich mache mein Praktikum momentan auf einer betreuten Wohngruppe. Ich habe mich für Sozialpädagogik entschieden, weil ich einfach gerne bei den Klienten im Leben mit drin bin und gerne im Austausch bin mit ihnen. Ich brauche vor allem die Herausforderung, dass man mein Gegenüber einfach die Stirn bietet und mir auch mal sagt, nein, so geht das nicht, ich will jetzt das machen. Um Himmels Willen will ich nicht Polizist sein, ich bin Sozialpädagogin. Ich schätze an dieser Schule, dass der Kontakt zu den Dozenten sehr nahe ist und auch ein bisschen familiär. Das, was mich am meisten zieht an diesem Beruf, ist einfach, dass du jeden Tag vor einer neuen Herausforderung stehst. Auch privat brauche ich Situationen, die für mich Challenges sind. Im nächsten Sommer mache ich meinen ersten Halbmarathon. Mit Serien kann ich oben runterkommen und mich entspannen. Es gibt auch Serien, die mich zum Denken anregen. Zum Beispiel über bestimmte Krankheitsbilder erfahren, die ich auch im beruflichen Alltag anwenden kann. Und das andere ist so ein bisschen das, was mich treibt. In der Zusammenarbeit mit Menschen habe ich das Gefühl, ich tue der Welt auch etwas Gutes.